Ja, gute gesagt. Ich habe ein Paket bekommen. Und das werde ich jetzt gleich mal aufmachen. Also, dranbleiben, es lohnt sich. Tada! So, das Paket, das war schon offen, als es abgegeben wurde, aber ich habe da nicht reingeguckt. Ich weiß, von wem es ist, das ist vom Lexor. Und ja, fangen wir mal an. Mit einem Brief. Gute Odin, als ich letztens darüber sinnierte, wie man dich und deinen Kanal weiter pushen könnte, fiel es mir wie Schuppen von den Haaren. Was? Was fehlt dir, was jeder erfolgreiche YouTuber sein eigen nennt? Richtig, es sind Trolle und Hater. Hier muss gerade mal lachen, warte mal. Ja, ich hab dich auch lieb. Entsprechend werde ich diese eklatant wichtige Rolle nun übernehmen. Hier also einiges an unreflektierter Kritik und haltlosen Beleidigungen und Anschuldigungen. Also beim Lexor, da muss man immer sagen, das muss man eigentlich immer nur mit dem Gegenteil schreiben. Ah, Liebe, Liebe. Richtig. Deine Musik ist scheiße. Richtig. Deine Tattoos sehen voll schwul aus. Richtig. Und es riecht, wenn du groß machst. Was? Arschloch. Und der Salamander war eindeutig fake. Erkennt doch jeder. So, gegeben, Alter. Bam! Ja. Sieh den restlichen Inhalt der Kiste bloß nicht als Geburtstagsgeschenke. Dies sind Monolithen des Hates. Nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Und wenn auf dieses Schriftstück kein Rage-Video à la Rainer Winkler folgt. Bin ich menschlich sehr enttäuscht. Und. Alter. Und gehe weiter. Bin ich sehr enttäuscht und gehe weiter, Leute belästigen. So. Die meinen Hass zu wertschätzen wissen. Rinja hauen, Alex. PS, die Sauklaue war Absicht und liegt in keiner Weise daran, dass ich Linkshänder bin. Doch. Ich möchte dich ja jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber die meisten Linkshänder haben doch eine recht ordentliche Sauklaue. Sag ich jetzt mal so. Alles Hate und so, Metal off. Ja. Mal ein Rage Quit machen oder was? Hä? Ich reiß mich hier für euch den Arsch auf, gehe hart arbeiten, dass ihr gescheiten Content bekommt. Und jetzt? Metal off. Jo, so, nehmen wir erstmal einen Schluck Kaffee. Schauen wir mal. Ein Karton. Ein Braustübelpilz aus Darmstadt. Darmstädter Brauerei. Ja, hoffentlich seht ihr das so. Ja, kann man ja gut gebrauen. Das kann man auch immer ganz gut mal saufen zwischendrin. Dafür schon mal ein Dankeschön. So, was haben wir hier? Luftpolsterverpackung. Yeah. So. Schauen wir mal weiter. So, hier ist. Was ist denn das? So Lebenszeug. Ich guck mal, da ist noch was drunter. Da ist auch was drin.
So, holen wir das mal so hier aus. Karton. Weg. Schauen wir mal. Gut, dann mache ich erstmal das Kleine. Erstmal das Kleine. Brei. Ja, das ist ein... Da musst du mich echt hassen. Bierfest. Ein geiler Film von der Broken Lizard Comedy Truppe, welche auch Club Med, Super Troopers 1 und 2 und Slam and Salmon und was weiß ich. Geiler Film, geiler Film. Dankeschön. Oder wollte ich besser sagen, fick dich, Alex. Bierfest. Ein Klassiker der schlechten Unterhaltung. So, schauen wir mal, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung. Was hier Terminator. Was ist das? Ein Kelch. Ein Terminator Kelch. Nein, doch. Okay. T-800. Ja, das ist hier so ein Trinksaufgefäß. Ja, geil. Wo packe ich denn den jetzt noch hin? Langsam wird die Bude voll. Finde ich schon mal gut. Was mache ich denn jetzt? Werde ich den jetzt auspacken oder lassen wir ihn so? Ja, Entschuldigung, meine Rotzerei, ich bin immer noch erkältet. Richtig. Nummer 2, vorsichtig hier. Nicht, dass das Ding hier irgendwie noch kaputt geht oder so. Aber dass man zumindest mal in voller Pracht sieht. Ah ja. Da ist er. Da ist er. Ja. Ja, vielleicht wäre es für euch ganz interessant zu wissen. Gut, das ist jetzt der T-800. Ja, gut. Aber Terminator, das ist so der Film meiner Kindheit. Darf man heute gar nicht mehr sagen. Aber den habe ich als Kind, habe ich den sehr oft gesehen. Hat es mir geschadet? Ich glaube nicht. Und da jetzt halt hier so ein absolut unnützes Trinkgefäß, aber ist schon geil. Also den werde ich garantiert nicht benutzen zum Trinken. Richtig. Aber ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. Und das ist doch was Feines. Wisst ihr was, ich probiere das jetzt auch mal mit diesem Drehteller. Ich mache jetzt mal DSD und Gore Minister Style. Ja, dann Dankeschön, lieber Alex. Lieber Alex, du bist ja so lieb und ach ja, und du wirst mich niemals besiegen. Danke für diese netten Geburtstagsgeschenke. Das sind ja eigentlich Geburtstagsgeschenke.
auch wenn er jetzt schon ein paar Wochen wieder zurückliegt. Aber man sieht sich ja auch nicht immer. Ne? Es sind ja doch ein paar Kilometer dazwischen. Ja, ich hoffe, dass wir uns dann auch bald alle mal wieder dann zusammentreffen und mal eine schöne radikale Absturzparty machen. Auch die Dortmunder und sagen wir mal die NRWler. Ja, also Dankeschön für das alles und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Odin.